So, das war's jetzt erstmal von uns. Uns dreien erstmal. Bei uns fehlt tatsächlich einer. Und zwar haben wir als Gitarristen natürlich noch, ihr kennt ihn alle schon seit, oh Gott, über 10 Jahren, den Onkel an unserer Seite, der aber heute nicht dabei ist bei dieser Geschichte. Allein aus dem Grund, weil er nicht so Social Media mäßig interessiert und unterwegs ist. Das respektieren wir natürlich, deswegen machen wir den Quatsch jetzt ohne ihn. Tatsächlich werden wir den anderen Quatsch, und zwar unsere Musik spielen, auf der Bühne nicht ohne den Onkel machen. Ja, wir konnten dieses Jahr unser 25-Jähriges leider nicht so feiern, wie wir es eigentlich vorhatten, mit großem Konzert und Klimbim. Deshalb hatten wir uns was anderes überlegt, nämlich wir nehmen unsere ersten beiden Alben, mit denen wir jetzt soundmäßig nicht so zufrieden waren, und legen die einfach neu auf. Wir legen die neu auf, lassen sie neu mischen, lassen sie neu mastern, spielen ein bisschen was drüber, singen nochmal was drüber, und das haben wir gemacht. Wie es der Zufall so will, sind es 25 Songs. Für 25 Jahre Tante Inge. Unglaublich. Ja, eine magische Zufall. Wir hatten natürlich ein wenig Hilfe damit, nachdem die ersten Versuche etwas kläglich waren mit den Aufnahmen. Wir haben den Anton Händel von Parole Paula gewinnen können, der da sehr viel Emotionen und sehr viel Fachwissen mit eingebracht hat. Vielen Dank, Anton. Danke, Anton. Danke, Anton. Für deine großartige Arbeit, um dieses wirklich zauberhafte Album fertig zu machen, das dann wann rauskommt? Es kommt am 1.9. raus, weil am 1.9. die Geburtsstunde von Tante Inge ist. Und weshalb? Am 1.9.1995 haben der Ingo und ich uns kennengelernt. Das war eigentlich der Geburtstag von Tante Inge. Das Album kommt raus, also es ist die Jubiläumsedition und die kommt raus am 1.9., ja. Wird vertrieben von Vivaldi Tonträger, von unserem Label, mit unserem ganz zauberhaften Sascha. Der seit anderthalb Jahren tatsächlich hinter uns steht und uns befeuert und uns beschickt und uns tatsächlich beschimpft. Und uns auch beschimpft. Ja, herrlich. Und uns vor allem sagt, Jungs, ab im Proberaum, übt euren Scheiß und raus auf die Bühnen. Ich mach das nicht, weil ich nett bin, sondern ich mach das, weil ich Musik verkaufen will. Ja, genau. Ja. Sascha, du machst es großartig. Lieben dich dafür. Vivaldi-Tonträger. Genau, man kann es doch bei Vivaldi-Tonträger kaufen. Man kann es aber auch auf allen gängigen Online-Portalen holen, wie Amazon, Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, was auch mp3load.de, YouPorn. YouPorn, ja genau. Aber, genau. Aber auch im Shop von Vivaldi. Der Sascha, der packt dann immer meistens noch ein bisschen was drauf, ein paar Aufkleber und so Zeug. Ich glaube, der wird sich sehr, sehr freuen, der macht bei das ihm ja meldet. Der macht es mir ganz viel Liebe. Auch ein bisschen Merchandising gibt es noch von uns. Schaut doch mal im Vivaldi-Shop. Ja, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle, die da mitgearbeitet und mitgeholfen haben. Vielen Dank für die vielen Kommentare, die wir bekommen haben auf unsere Song-Erklärungen und auf unsere Posts die letzten Tage. Ja, danke, danke, danke. Und wir hoffen, dass wir demnächst wieder live spielen können. Schauen wir mal, wann es soweit ist. Aber dann gibt es auf jeden Fall das Zeug auch live um die Ohren. Tja, und bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.